Ja, hallo und willkommen zurück zu My Detective Pikachu, Part Nummer 32. Ja, im letzten Part haben wir den Fall gelöst und haben damit die Unschuld von Dr. Wales bewiesen. War ja leider die Luise. War vielleicht schon offensichtlich in dem Sinn, aber der Part mit dem, dass sie halt, wo ich meine wegen Doppelgänger, weil sie einmal nach dem Parfüm von Parfi roch und einmal nicht. Dass ich halt irgendwie davon ausging, dass halt sich jemand anderes für sie ausgegeben haben könnte, weil nur Parfi mit ihr zusammen ist. Aber das war halt am Ende dann genau der Punkt, wo dann halt Parfi verschwunden ist, um die Flagge an den Ort zu bringen, wo die Praktibike hingehen, gell? Also wieder zu kompliziert gedacht, aber zumindest sind wir dann auf die eigentliche verdächtige Person gekommen, die halt das Ganze gemacht haben könnte, gell? So ein bisschen. Du kannst mich alles fragen. Erst einmal Harry. Vor ungefähr 2 Monaten kam ein Mann mit einem Pikachu hier vorbei. Er hat mich über den Wirkstoff R ausgefragt. R. Übrigens dieses R, das ist schlimm. Überall. nicht nur bei Pokémon, sondern auch bei Assassin's Creed 4. Da ist die Währung Reale oder Realis, heißen sie, glaube ich. Aber wird nur mit einem R abgekürzt, deswegen, ja, egal. Aber ich habe ihn nichts verraten. Harry wusste also von der Existenz von R. Ja, eindeutig. Deshalb hat er der Auftraggeber von Carlos auch auf ihn abgesehen. So, dann R. R wurde als Universalheilmittel für Pokémon konzipiert. Für die Entwicklung des Wirkstoffs werden Zellen eines bestimmten Pokémon benötigt. Wovon wir eigentlich schon vermuten, welches Pokémon gemeint ist, gell? Und welches Pokémon ist das? Mew. Ah nee, doch Mew, okay. Also ich ging jetzt vom Mewtwo aus, deswegen, aber okay. Ja gut, aber dann würde das Ganze auch wieder Sinn machen mit dem Experiment von früher, dass halt da auch Mewtwo ausgebrochen ist. Ich meine, Mewtwo ist ja kein Geheimnis mehr, das wurde ja schon gespoilert vom Spiel selber. In Anführungszeichen gespoilert, kann man sagen, geteasert, besser gesagt, ja. Von Mew. Es soll die genetische Zusammensetzung aller Pokémon besitzen. Ich wusste gar nicht, dass so ein Pokémon existiert. Du bist ja auch nur ein Pikachu. Kein Professor. Doch bei der Herstellung des Wirkstoffs kam es zu einer Verwechslung. Es wurden irrtümlicherweise Zellen eines Pokémon namens Mewtwo verwendet. Also doch so rum, okay. Vor allem irrtümlich, gell? Das wurde, glaube ich, beabsichtigt gemacht. Mewtwo? Mewtwo ist ein rätselhaftes Pokémon, das von Menschen in einem Labor erzeugt wurde. Es heißt, es besitzt das Berserk-Gen. Seine Zellen sind vermutlich der Grund für die gefährliche Wirkung, die R auf Pokémon hat. Carlos? Tut mir leid, aber über Carlos weiß ich nichts. Er hatte wohl im PCL angefangen, als ich schon weg war. Ah, verstehe. Weiß abgesehen von Ihnen und Carlos noch jemand über R Bescheid? Ja, ich hatte damals einen Assistenten. Ich habe allerdings nichts mehr von ihm gehört, seit ich das PCL verlassen habe. Ich weiß nicht einmal, wo er sich heute aufhält. Mr. Waltz hatte also einen Assistenten. Interessant. Da fällt mir ein, dein Vater hat erwähnt, dass er Ermittlungen im Fine Park anstelle. Oh, wissen Sie, wo sich dieser Park befindet? In Rime City. Es handelt sich dabei um einen Vergnügungspark. Oh, Pikachu Bock? Bestimmt. Aufgrund des Vorfalls vor einem Jahr ist er mittlerweile aber geschlossen. Also verlassener Freizeitpark, okay. Ein bisschen gruseliger oder was in dem Sinne? Wieso ist das denn passiert? Was ist denn passiert? Während der Parade soll ein Pokémon ausgerastet sein. Genaueres weiß ich aber auch nicht. Ein Pokémon ist also ausgerastet. Vielleicht hängt das ja mit R zusammen. Ja, das klingt plausibel. Am besten sehen wir uns diesen Vergnügungspark selbst mal an. Das heißt also, du verlässt die Insel schon wieder? Ja, ich muss wieder los. Vielen Dank für all die Informationen. Ich bin derjenige, der zu danken hat, dass du dich so für mich eingesetzt hast. Hat mir gezeigt, dass man den Menschen doch vertrauen kann. Manchen zumindest. Das freut mich. Auf Wiedersehen, Mr. Waltz. Machen wir uns auf den Heimweg. Ich möchte mich noch schnell von Milo und den anderen verabschieden. Gute Idee. Das würde Milo bestimmt freuen. Er scheint sich sehr gut mit dir zu verstehen. Nach der Verabschiedung geht's weiter zum Pier. Die Bootsfahrt lässt sich wohl nicht vermeiden, wenn wir nach Hause wollen. Warum hast du gelächelt dabei, Pikachu? Ach ja, okay, alle verabschieden.
Erstmal gucken, ob jemand am Strand ist, gell? Dabadabamdam. Pikachu ist übrigens sehr langsam, wenn man hier rumläuft. Aber es hat ja auch kurze Beinchen, gell? Dabdadibdada. Ist überhaupt noch irgendwas hier, oder? Ah, war ein Milotic ist da hinten noch, oder? Ne, Milo. Milo steht da hinten. Okay, alles klar. Also hätten wir doch hier laufen müssen. Du gehst schon, aber du hast doch gerade erst den Fall gelöst. Warum gönnst du dir nicht noch eine kleine Pause und entspannst hier bei... entspannst dich hier etwas. Ich kann nicht mehr lesen heute. Ich muss leider zurück. Pikachu und ich kommen aber bestimmt wieder mal wieder vorbei. Na gut, ich nehme dich beim Wort. Der Vorfall? Du hast uns sehr bei unserer Ermittlung geholfen, Milo. Vielen Dank dafür. Ich danke dir, Tim. Ohne dich hätten wir es nie geschafft, Mr. Walls Unschuld zu beweisen. Ich hoffe, dein Vater taucht bald wieder auf. Viel Erfolg bei deinen Ermittlungen. Und du pass auf dich auf, Pikachu. Bis dann, Kleiner. Milotic? Ich wusste nicht, dass ich ein paar schwarze Milotic weiterentwickeln kann. Ich auch nicht. Und dass es dann auch noch so eine Eleganz ausstrahlt. Ich will mich auch weiterentwickeln. Zu einem erstklassigen Pokémon Ranger. Das ist die richtige Einstellung. Du schaffst das schon. Kribotak? Ich kann Kribotak nirgends sehen. Weißt du, wo es hin ist? Ja, der Inspektor hat es mitgenommen. Der Inspektor? Was hat er mit ihm vor? Jetzt, wo der Fall gelöst ist, will er es in seine Heimat zurückschicken. Ah, das freut mich zu hören. Wer hätte das gedacht? Der Schnösel kann also auch anders. Siehst du mal. Lotik! Vorfall? Du hast uns sehr geholfen, Milotic. Ohne dich hätten wir den, von der Aussehen her wäre ja Milotic weiblich, aber wir wissen ja, bei Pokémon ist es ja vom Aussehen her fast egal. Ohne dich hätten wir den Fall nicht geknackt. Vielen Dank. Außer ein paar wenige Merkmale bei bestimmten Pokémon. Zum Beispiel ein weibliches Pikachu hat ja dann so eine kleine Herzform am Schweif hinten, gell? Lotic! Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Dann kannst du uns mit Milo die Insel zeigen. Milo? Milotic! Du und Milo werdet weiterhin den See beschützen. Das ist so lobenswert. Sieht so aus, als wären die zwei richtige dicke Freunde geworden. Okay. Dann gucken wir mal noch bei den anderen Bescheid. Sagen bei den anderen Bescheid, dass wir jetzt gehen. Sofern überhaupt noch einer dafür interessiert, dass wir hier gehen. So, was mit dir nochmal hier? Oh doch, man kann ja. Vorfall. Tropi. Du willst dich mit ein paar Früchten bei uns bedanken? Das ist aber nett von dir. Tim, die essen wir auf der Rückfahrt. Lieber nicht. Mir wird schon übel, wenn ich nur an die Bootsfahrt denke. Ich hoffe wirklich, die Rückfahrt wird ruhiger als die Hinfahrt. Ich glaube nicht. Ich glaube da nicht wirklich dran. Konnte ich mit ihm nochmal vorquatschen? Ihr kennt es ja. Alles Mögliche mitnehmen, wie es nur geht, gell? Du kannst mich alles fragen. Okay, alles klar. Dann nichts Neues. Tap, 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 tam. Na, Pikulente? Pico! Der Vorfall? Pico! Ich verstehe, dass du dich freust, aber bitte hör auf, Wasser aus deinen Federn zu sprühen. Lass es doch, wenn es dich freut. Ich bin auch erleichtert, dass wir den Fall lösen konnten. Okay. Ich habe schon von deiner Meisterleistung gehört. Respekt. Vorfall? Luise war also die Schuldige und ich hatte einfach Mr. Wolf verdächtigt. Tut mir leid. Ja. Wenn man einfach nur nachplappert, was andere sagen, gell? Du hast den Fall, das ist gelöst. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, junger Freund. Und parkt die Bike läuft wieder vorbei. Vorfall? Wenn ich so zurückdenke, die Gerüchte über Mr. Walls hat vermutlich auch Luise in die Welt gesetzt. Ich sollte mich bei ihm entschuldigen. Wenn sie sich aufrichtig entschuldigen, wird er sicher nicht nachtragend sein. Hey, pack die Bike. Komm her, du. Bulk! Vorfall? Bulk! Wie, du willst noch viel mehr trainieren? Ich glaube, es fühlt sich schuldig, weil es auf dem Trick des Täters eingefallen ist. Praktibulk haben immer ein gutes Herz. Dieses hier ist da keine Ausnahme. Aber nicht die Hand geben zum Schütteln, sonst ist die Moves danach. Na, Zümmerl? Riedel! Vorfall? Riedelili! Du kannst jetzt wieder beruhigt am See spielen. Also dann, mach's gut. Okay. Danke, dass du den Fall gelöst hast.
Jetzt können auch die Pokémon wieder friedlich hier leben. Vielen Dank. Okay. Na, alles packt ihr Balk? Balk! Balk! Bis Balk! Kein Grund, so niedergeschlagen zu sein. Den Pokémon im See geht es doch allen wieder gut. Ohne eure Hilfe hätten wir den Fall nie gelöst. Vielen Dank dafür. Okay. Wo ist er, der Kollege hier? Du brichst also schon auf. Na dann nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Luise uns so für ihre verbrecherischen Zwecke missbraucht hat. Das muss ich erstmal verdauen. Aber es ändert nichts daran, dass wir weiterhin Bewohner der Insel pünktlich mit ihren Paketen beliefern werden. Das ist die richtige Einstellung. Ich hoffe, ab jetzt läuft wieder alles rund. Okay. Schubidubidu. Na du, kleines Flug-Pokémon. Mal sitzen. Will mit dir reden. Tiri. Tiri. Du hattest gehofft, dich mit Parfi anfreunden zu können? Tja, nicht nur du. Verbrecher, alles Verbrecher hier. Und wieder ein Fall gelöst. Gute Arbeit, Tim. Der Vorfall erstmal. Hättest du nicht so hartnäckig weiter ermittelt, wäre Mr. Wall sicher im Gefängnis gelandet. Aus dir wird bestimmt mal ein wahrer Meisterdetektiv. Vielen Dank, Amanda. Nach Rhyme City zurückkehren. Wenn du zurück willst, mache ich das Boot startklar. Hast du wirklich alles erledigt? Ich schätze mal. Ich gehe eh davon aus, dass ich gewisse Dinge verpasse, was zum Beispiel irgendwelche Momente mit Pikachu angeht, weil ich weiß nicht, wie die genau getriggert werden, ob man die einfach nur in der Nähe stehen bleiben muss oder ob die halt per Zufall passieren, gell? Aber ja. Alles klar, dann mal los. Wir ließen Capucci Island hinter uns. Okay, sind es eine Art Erinnerung von Pikachu oder was? Okay, er träumt dann vermutlich, oder? Okay. Kapitel 5 Feinpark. Durch Mr. Walls wussten wir nun, dass Dad im geschlossenen Vergnügungspark Feinpark ermittelt hatte. Wir beschlossen, am nächsten Tag dort vorbeizuschauen. Let's move it, Tim! A detective's gotta be quick on his feet! Oh, there you are! Mako, Amelia, what are you doing here? Well, we happen to be in your neighborhood, so we stopped to say hi. We're here scouting for our next shoot. The Pokemon Carnival, of course. We just heard about a carnival. That's what Pablo was excited about. Roger Clifford, Fernsehproduzent. Ah, das ist wohl der Chef von denen. Okay. Let me guess. Tim, right? Yeah. Oh, this is Mr. Clifford, our boss. Nice to meet you. Roger Clifford. Oh, nice to meet you too. These two won't stop talking about you. They say you're a great detective. Ja, und schon ist man berühmt, oder was hier, gell? Das wird ein bisschen Gequatsche hier, bevor es dann in der nächsten Folge noch weitergeht, denke ich mal, gell? Kappa Lores! Roger? Kappa! Kappa halt, gell? Ja, ich hoffe auch, dass er das Essen und den Kaffee von Pablo mag. Maike und Emilia? Kappa, alles Kappa! Kappa Lores sagt, wegen der vielen Kundschaft sei die Arbeit heute etwas anstrengend. Pablo ist dir für deine Hilfe sicher sehr dankbar, Kappa Lores. Nicht schlapp machen. Das Pokémon-Festival? Kappa Lores! Dein Hüftschwung wird immer besser, sagst du? Macht mir Kappa Lores am Ende etwa noch die Konkurrenz? Noch Konkurrenz? Vermutlich. Wenn du mir zeigst, wie deine Tanzkünste sind, Pikachu. So, was sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen? Lieblingsplatten? Ähnelt dem von Dad?
verwirrt sich bald, aber dafür tadellos gepflegt aus. Oh, deswegen gehe ich immer wieder dran, weil immer was vielleicht was anderes da steht. Oh, hältst du uns ein Ständchen, Tim? Ich, nicht doch, nee. Ach, wie schade. Vielleicht sollte ich stattdessen ein Liedchen anstimmen? Michael, ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt zum Singen ist. Ja, die nimmt halt echt kein Blatt vom Mund, gell? Wenn man so die Persönlichkeit immer hat. Hallo, random Person. Vor allem voll, total blass, wie schon. Ich glaube, die ist schon lange tot. Die liegt hier, die ist nur als Ausstellungsstück, als Leiche hier rum. Nee, übertrieben gesagt, wie soll ich meinen. Na sowas, das ist bald also wieder. Pokémon Festival. In der Stadt laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Ich kann es kaum erwarten. Das Hi-Hat-Café. Die Desserts sehen nicht nur fantastisch aus, sondern sie sind auch noch hausgemacht. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich nehmen soll. Die Hi-Hat-Mischung harmonisiert perfekt mit Pablos Käsekuchen. Hallo, sag ihr das? Ja. Irgendwie fühle ich mich nicht ganz ernst genommen von dir. Wunderst du dich noch, Pikachu? Oh, Mann, oh, Mann. Wie kann ich dir helfen? Roger? Ist dieser Herr ein Bekannter von dir? Er hat vorhin Vorbereitungen für irgendwelche Dreharbeiten erwähnt. Ich habe ihn auch gerade erst kennengelernt. Er arbeitet offenbar beim Fernsehsender GNN. Die drei tanken hier wohl etwas Energie, bevor es wieder an die Arbeit geht. Oh, du kennst hier wirklich eine Menge Leute. Seit du hier aufgetaucht bist, kommt es mir vor, als kämen viel mehr Kunden hereingeweht. Ach, das ist bestimmt nur Zufall. Maiko und Emilia. Ich habe die beiden hier noch nie gesehen. Hoffentlich sagt ihnen mein kleiner Laden zu. Mit diesem erlesenen Kaffee braucht sich Pablo da sicher keine Sorgen zu machen. Da hast du recht, ich finde den Kaffee hier auch richtig gut. Pokémon Festival? Mit dem Tanztraining träuft es wie geschmiert. Soll ich dir auch ein paar Schritte beibringen? Nein, danke, das ist nicht nötig. Ich sehe lieber nur zu. Tim, so ein Angebot kannst du doch nicht ausschlagen. Jeder Detektiv sollte mindestens eine Tanznummer drauf haben. Meinst du? Sein Unsinn höre ich zum ersten Mal. Relativ. Man muss ja eigentlich dazu sagen, wer Detektiv Conan kennt, ein Anime, da tut Conan teilweise im Intro immer tanzen. Frag mich warum, aber es ist einfach so. Wie läuft's? Roger. Er ist einer der talentiertesten Produzenten bei GNN. Seit er eingestellt wurde, geht es mit der Einschlagsquote steil bergauf. Selbst der Präsident des Senders ist beeindruckt von ihm. Alle Achtung. Pokémon Festival. Die ganze Stadt redet nur noch über das Pokémon Festival. Mich juckt es auch schon in den Fingern, endlich mit den Aufnahmen zu beginnen. Okay. Schön, dich wiederzusehen. Roger. Ich habe großen Respekt vor unserem Chef. Auf ihm ist immer Verlass. Von ihm habe ich übrigens alles gelernt, was eine gute Journalistin ausmacht. Pokémon Festival. Die Vorbereitungen für die Übertragung des Pokémon Festivals sind ziemlich stressig. Aber dafür können dann umso mehr Leute das Event miterleben. Das ist die viel Arbeit wert. Pikachu und ich freuen uns auch schon drauf. Okay, dann haben wir noch ihn hier. Ich habe schon von deiner Meisterleistung PCL gehört. Ich hätte zu gern eine Exklusivreportage darüber gemacht, wie du den Täter entlarvst. Meisterleistung? Ach, Maiko und Emilia übertreiben doch. Bescheiden bist du auch noch. Wirklich bemerkenswert. Danke jedenfalls, dass du Maiko und Emilia so tatkräftig unterstützt hast. Emilia und Maiko? Maiko steckt voller Energie und Tatendrang. Ja, das merkt man. Emilia ist zuverlässig und aufmerksam. Wenn nötig, zügelt sie Maikos Übereifer. Ja, muss sie, sonst würde sie überall nur reinspringen, direkt. Sie ergänzen sich somit gegenseitig und geben ein perfektes Team ab. Der Chef scheint ja wirklich sehr zufrieden mit den beiden zu sein. Pokémon Festival? Wie bereiten Sie sich auf das Festival vor? Wir wollen die Veranstaltungen natürlich perfekt ins Bild bekommen. Dafür untersuchen wir den Verlauf der Parade und legen dann die Aufnahmemethoden fest. Ja. Der Veranstaltungsort wird also im Voraus genau studiert? Ja, eine gute Vorbereitung ist essentiell. Dieses Jahr hat GNN außerdem Exklusivrechte an der Übertragung des Festivals. Das ist natürlich ein grundsätzlicher Ansporn, unser Bestes zu geben. Okay.
Ja, wie ich schon gesagt habe, man hat gemerkt, wieder viel Text, aber ist ja normal, gell, wenn dann wirklich ganz viele Leute zukommen, die reden wollen. Gell? Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Meister Detective Pikachu sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag auf Twitch streame, immer ab 18 Uhr. Yep. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.